Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Minecraft Survival. Ja, Leute, es ist mal wieder soweit. Jetzt kommt schon wieder Werbung auf meinem Kanal, das gibt's ja nicht. Ja. Ihr seht hin, Manuel, da ist ja eine Eisentür. Ja, da ist eine Eisentür, Leute. Stellt euch das mal vor. Und hier, ja, ich habe jetzt unsere drei Türen, das heißt die hier. Dann, darf ich da runter? Die hier und die Tür da hinten, die habe ich durch Eisen ersetzt. Oh, alle drei Türen durch Eisen, dass niemand mehr in unser Haus einbrechen kann. Ich meine, hier ist es eh zu und so. Ja. Und ja, der Pool ist eigentlich auch schon fertig. Den habe ich fertig gebaut. Ich und Elias haben offline uns mal zusammen. Wie ist es denn? Ja, gut. Wenn hier so Knochen liegen. Ja, wir haben ein bisschen an unserem Farm weitergebaut und so. Hier habe ich Zuckerrohr angepflanzt. Und ein bisschen Kartoffeln und so. Und Elias Farm, die hat du auch richtig schön gemacht. Also Elias, falls du das Video siehst, einen großen Lob an dich. Hast deine Farm wirklich schön gemacht. Ja, das ist Elias Farm. Da hat er noch so seine Kiste. Und da ist der Josef. Ei, Josef. Schau mal, ich trinke Milch. Ja. Manuel, wieso trinkst du Milch? Wegen dem Pool. Ich habe den fertig gebaut. So. Ja. Ich denke, das macht euch nichts aus. Ich habe ja auch in der letzten Folge ein bisschen... Ja, gut. Noch weitergebaut mit euch und so. Hab ich irgendwie dort. Ich glaube, ich muss da irgendwie so, hier irgendwie Erde nehmen und so. Ich denke, so viel reicht. Darf ich bitte durch die Tür durch? Dankeschön. So, weil dann kann ich das mal hier so bauen. Hallo? So, und dann hier nehme ich das mal weg. Ah! Ja, gut. Habe ich gesagt, dass ich nicht runterfall? Nee, habe ich nicht. Also, das ist... Ich denke, wenn ich es dann hier drauf setze, dann dürfte es passen. Oder? Da müssen wir jetzt ein bisschen ausprobieren, Leute. Wenn ich das hier jetzt abbaue, passt es dann? Ja, gut. Hab ich gesagt, ich kann sowas gut bauen und so. Hab ich nicht. Ich denke, ich setze das jetzt so. Dann nehme ich mir gerade von da. Darf ich mir da kein Wasser nehmen? Da darf ich mir kein Wasser nehmen. Okay. Ist okay für mich. Dann nehme ich halt hier. Ja, seit wann habe ich zwei Eimer? Ist das noch ein Eimer von Elias oder? Ja. Keine Ahnung. So, dann hier noch ein bisschen. Und dann noch ein bisschen. Passt es dann eigentlich, wenn ich hier dann das Dirt abbaue, dass es so ein bisschen runter geht? Ah! So, hallo, darf ich wieder hoch? Ey, ich möchte hoch. Ich
glaube, ich muss da noch ein bisschen dran rumtüfteln und so. Bleibt so. Ja gut, habe ich gesagt, ich kann sowas gut bauen, habe ich nicht. Ich glaube, ich muss dann noch mal ein bisschen rumtüfteln und offline, offscreen. Ja, heute habe ich mir mal wieder was ganz Besonderes überlegt. Nämlich mache ich heute mal eine Erkundungstour mit euch. Ja. Ich dachte, wir laufen mal irgendwo hin. Wie zum Beispiel dahin. Und erkunden mal so ein bisschen die Welt. Vielleicht finden wir ja was. Und ja, offline werde ich dann wieder nach Hause. Oh, da ist eine Höhle. Hallo? Okay, wir haben noch 27 Fackeln. Ich denke, das reicht. Mach mal heller hier. Diese Höhle ist echt nützlich, Leute. Und auf der anderen, da ist es ja noch nützlicher auf der anderen Seite. Das ist so nützlich, das gibt es gar nicht. Das ist unglaublich. Hey, Schaf! Mäh mal den Rasen. Falls ihr den Witz verstanden habt. Als Schafe mähen ja immer. Deshalb könnt ihr vielleicht ja auch den. Eine Babykuh! Dann könnt ihr ja den Rasen mähen. Babykuh! Hey, ich hab Weizen dabei. Hier. Nein, Mama, du kriegst nichts. Ey, kleine Kuh. Hallo. Ey. Ich wollte dich eigentlich füttern, aber wenn du nicht willst. Nein, ich will das Baby hier füttern. Die Babykuh. Ja, hier. Geht ihr großen mal bitte. Jetzt habe ich dich gefüttert. Das gibt's ja nicht. Ich will das Baby, die Babykuh füttern. Ja gut, dann halt nicht. Und das wird jetzt auch schon wieder Nacht. Das gibt's ja nicht. Da ist eine Höhle. Okay. Ich weiß, Leute, bei euch ist doppelt schon gerade ziemlich dunkel. Das ist bei mir genauso. Aber jetzt dürft es, glaube ich, wieder gehen, so hier in der Höhle. Ja, mal wieder eine sehr nützliche Höhle. Unglaublich nützlich. Die ist so nützlich wie nichts anderes. Jetzt ist es schon wieder so dunkel. Aber egal. Ich werde die Nacht überleben. Kann ich das nicht irgendwie hinsetzen? Wie gesagt, offscreen werde ich halt heimlaufen. Okay, scheinbar kann ich auf Dings, auf Blätter keine Fackeln setzen. Das wusste ich auch noch nicht. Wie man in Minecraft immer wieder was dazulernt, das gibt's ja nicht. Habe ich die Monster eigentlich ausgeschaltet? Normal dürfte ich die doch eingeschaltet haben. Ne, da habe ich sogar schon dran gedacht. Weil ich habe natürlich schon geplant, dass wir in dieser Folge die Welt erkunden werden. Und deshalb habe ich das ausgestellt, falls es Nacht wird. Ja? Dass da uns nicht tausende Monster angreifen. Und so. Und ja. Das ist eigentlich ganz schön, die Welt. Aber so bis jetzt gefunden haben wir nicht wirklich was. Würde ich jetzt mal gerade so behaupten. Ja. Da findet man nicht wirklich was. Knochenmehl. Stimmt, Knochenmehl könnte ich mal machen.
So, hier Knochenmehl. Ja. Was sonst so? Ich glaube, dann beende ich auch schon die Folge, weil, ja, und sind die Fackeln ausgegangen. Ein Holz habe ich nicht. Stimmt. Ich könnte uns theoretisch. Nee, die Folge ist doch noch nicht aus, Leute. Ich hole mir hier jetzt in der Erde, hole ich mir ein bisschen Stein und so. Hier gibt es ja ganz bestimmt Steine irgendwie. Manuel, der Bildschirm ist voll dunkel. Auf der bei mir ist es anders. Ich sehe auch null. Nee, hier gibt es nur Dirt. Ich glaube, ich muss die Folge dann doch beenden, oder? Wenn es da keinen Stein gibt hier. Ah, doch, da unten gibt Stein. Da unten gibt Stein, Leute. Ich glaube, ich nehme mir gerade die Fackel von dort oben mit. Dann kann ich hier unten ein bisschen ausleuchten und so. Und das ist dann geschickter, wisst ihr das? Das ist dann irgendwie geschickter. Obwohl, hier kann ich ein bisschen abbauen. So. Wie viel Stein habe ich jetzt? 6, 7, 8, 9. Ich nehme gerade mal 9 mit. Halt, ich habe nur 8. Aber ich glaube, 8 reichen sogar. Und Leute, seht ihr, deshalb habe ich immer eine Werkbank für unterwegs. Da kann ich mehr Sachen bauen und so. So, dann baue ich hier gerade mal den Baum ab. Normalerweise mache ich mir da nie Holzkohle, aber komm, lass die Folge nicht so kurz wird, das ist. Was man für die Zuschauer nicht alles tut, Leute, ne? Was man für die Zuschauer nicht alles tut. Das muss euch freuen. Dass wir YouTuber uns so viel Mühe geben mit euch Zuschauern, ne? Also, das ist schon, ja. 2. Und das wandle ich dann gerade zu Brettern um. Und hier lege ich dann 2 Bretter rein. Und dann mache ich mir Stock hier. So. Eine Holzkohle haben wir dann schon. Dann können wir uns schon mal 4 Fackeln machen. Ja, für die zweite Holzkohle reicht es auch noch gut. So. So. Und dann können wir gerade noch ein bisschen weiterlaufen. Halt, aber zuerst sollte ich vielleicht meine Dings mitnehmen. Meine Axt für die Werkbank. Den Ofen könnte ich auch mitnehmen. Dann haben wir auch einen Ofen zum Mitnehmen. Wäre vielleicht auch gar nicht so dumm. Und so, hier sind die Fackeln. Okay, ich dachte mir gerade so, hä, wo sind denn die Fackeln? Dann habe ich sie aber gefunden. Stellt euch diesmal vor, Leute. Ich habe Fackeln gefunden. Das gibt's ja nicht, ne? Oh, gelb. Sollen wir Günther gelb machen, Leute? Gelb ist nämlich meine Lieblingsfarbe. Wir machen Günther gelb. Und dann habe ich auch schon wieder keine Fackeln mehr. Wie schnell sie sich verbrauchen. Ja, aber wenigstens konnte ich die Folge dann ein bisschen länger machen. Als eigentlich geplant. Okay, die Aufnahme läuft noch. Ja. Dann würde ich sagen, danke ich fürs Zuschauen, Leute. Hier, so. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. War mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, ich werde den Weg nach Hause finden. Ansonsten, sonst wäre es blöd. Und, dann würde ich sagen, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da, wenn es euch gefallen hat. Und ansonsten danke ich fürs Zuschauen und tschüss!